Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden gerade Bier aufmachen. Das heißt, man muss einsteigen. Und ein paar Paletten drauf. Ein paar stehen hier noch rum. Wir werden noch ein paar Paletten erzeugen. Den Rest werden wir manuell aufladen. So. Der wird gleich aufgeladen werden und dann muss ich jetzt plus den Rest, was noch rumsteht hier, manuell aufladen. Ne? Im Grunde ist das nicht so tragisch, wenn mehr rumsteht. Weil das wird ja nicht schlecht in Fässern. Ne? Jetzt sehe ich gerade oben am Dach, ist ganz schön eng. Nicht, dass wir ja Schwierigkeiten kriegen, ne? Wenn eine Kollision vorhanden sein sollte. Das ist äußerst schlecht. Wasser ist gut gefüllt, sehe ich gerade. Wir brauchen war ja früher ein Privileg gewesen. Das durfte nicht jeder, ne? Das musste Lizenz kaufen. Und, eine Biersteuer. Geht er nicht auf. Jetzt gibt schon Schneeregen. Gibt's doch gar nicht. Ich kann den Mist doch nicht gebrauchen jetzt. Muss man verkaufen. Den hier auf. Mal gucken. Menü. Seh, so. F1. Entladen. Anschalten, ne? Kann ja nicht aufladen, ne? Wenn er aus ist. Finde ich so schön. Muss man hier mit dem Stapler fahren, ne? Ne. Das haben wir fast alles verbraucht, ne? Also nur 1, 2, 3, ich glaube 4 Stück noch. Auch nicht schlecht. Ups. Ein Fest hier noch. Da haben wir Glück. Einen haben wir gekriegt. Und dann haben wir wieder alle. Dann kann er wieder eine Weile brauchen, ne? Gerammelt voll. Das lohnt sich. Steigen wir ein. So. 40 Paletten. Und mal Ladung absichern, ne? Plane vor. Und jetzt mal gucken wir nach, ob wir da entsprechend einen guten Preis kriegen, ne? Ich weiß, hätte man vorgucken müssen, aber. Bier läuft doch immer normalerweise.
Silage 270 in der Brauerei, BGH. So. Kompost, Erde. Schon Bier übersprungen, das Bierfass. 1786. Stadion, wir können ein bisschen mehr, weniger Leder, Mensch, das kenne ich. Gut, wir müssen ändern. Wir fahren das zum Stadion. Fußballer haben Durst. Beziehungsweise die Gäste. Die in den Mund noch mit. Ich sag noch, Ladung ist sicher, ne? Bums, das ist der nächste Unfall. Hab doch kein Bier getrunken, sondern fassweise. Mist. Es ist auch aus. Gelappen von Altrecking. Nur mal so ein Licht hier oben zu sehen, zwei Stück, die dann leicht flackern und das sieht mittlerweile aus. Kommt ab und zu mal vor. Woran das genau liegt, weiß ich auch nicht, aber dann klappt es wieder einige Tage und dann wiederum manchmal hochfahren, da wird es gar nicht angezeigt. Aus der nächsten Folge wird es jetzt funktionieren. Er braucht auch einen neuen Treiber, kann auch sein. Stadion, vorbeigefahren, ne? Verkehrt gefahren. Naja, gut. Na, alle Wege führen hier nach oben, ne? Man muss halt nur fahren. Die Runde sind doch richtig gefahren. Der Stadion müsste jetzt geradeaus zu sein, rechts. Ah, rechts sind doch richtig gefahren. Ich habe nichts mit Fußball im Hut. Weil das ist ein Mannschaftssport. Und das wäre noch nicht das Schlimmste. Aber wenn einer ein Verein in einer Region ist, wo es starke Wirtschaftsunternehmen gibt, die ganz gerne sponsern, die werden dann ganz gerne auch mal meistens Meister, ne? Oder spielen dann oben mit. Und andere wiederum in anderen Regionen, die nicht so stark dastehen, haben dann im Grunde keine Chance, die besten Spieler zu halten, weil sie letztendlich den Lohn nicht zahlen können oder den Ungarischen halt. Ne? Und das finde ich persönlich ist nicht sportlich, Anführungszeichen. Das ist genau gleiche Formel 1, wer entsprechend Geld hat, kann sich entsprechend ein Auto bauen lassen und ja, da ist irgendwo dann, da fehlen die Relationen, ne? So ein bisschen nicht daran, ich glaube, ich habe einen Fußgänger erfahren. Da läuft er. Die kennen da auch nichts, ne? Ich auch nicht. So. So, einmal U und dann B. Ein Stück hier nach vorne fahren. Z, alles drinne, wackelt alles. Die Kasse klingelt. Hier ist wieder keine Wendespur, ne? Ah. So, wer will eigentlich alle Bier kaufen? Das Flaschenbier. 1008 Edeka, das wird bald fallender Preis. Jemand noch, ne? Bleib stehen, du. So. Alles verkauft. 354.000. Sei da, bald eine Million drinne. So, ab zurück. Ja, geradeaus. Im Schlachthof.
Nee, Quatsch, Brauerei. Eine andere Geschichte, Schlachthof, ne? Das ist ja Fleisch und Wurst. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Kriegen wir alles im Griff. Warum auch können wir auch verkaufen, irgendwas? Finden Sie auch noch was? Platten, OBS oder die Spanplatten. Die Heimwerker sollen auch arbeiten können, ne? Da ist das Schlachthof, da wollen wir nicht hin. Jetzt holen wir mal Bier für die Edeka. Dicht daran gehen. Bis ein Zaun hören können. Aber funktioniert ja leider nicht. Ist ja nur doof. Da sehe ich ja nichts. So, jetzt können wir auch den LKW-Zaun hören. Ja, bauen wollen wir viel, also sehr viel. Ja, Bäckerei erstmal nicht, erstmal die Zuckerfabrik. Damit wir überhaupt, da müssen wir noch Eier haben. Oh, Hühner. Naja, gut. Arbeit geht nicht aus. So, dann müssen wir hier vorne mal den LKW wegnehmen, ne? Den mal. Die müssen da noch rein. Und unsere ist nicht so intelligent. Die KI muss schon wissen, wo wir abladen sollen, ne? Oder aufnehmen sollen, ne? Ups, weg bist du. Wir können doch gleich die Leerpaletten verwenden für Bier. Wäre doch ideal, ne? Dann brauche ich nicht so viel hinbringen. Das Ding ist voll. Ja, nicht so weit rein, ist auch ein Künstler. So, okay, egal. Ey, ich wollte wegfahren. Hier. Einmal gegengestoßen und schon hängen wir irgendwo fest. Das ist typisch. Können wir auf Straße fahren. Nächste Mal nach Haus fahren. Ja, mit Tastatur ist er blöd. Bis dazu reagiert, das ist ja Ewigkeiten. So. Gut, stehen lassen. Bis mal laufen, ne? Na gut. Wenn wir nicht ganz schaffen, denke ich mal. Aber vielleicht probieren wir es mal halt, ne? Für die Sonntagfolge. Schönen Sonntag. Schon wieder vergessen. So. Haben wir überhaupt Dings gemacht? Anschalten. Die Paletten. Bier. Bierkästen. Maximum. Erzeugt. Das ist ungünstig, ne? Na gut, da ziehen wir jetzt durch. Oder auch nicht. Das ist so blöd. Wir sind zurückfahren, dann geht es leichter. Den Aufladen.
So, rein damit. Auf Bier. Wie weit brenne ich? So. Jetzt funktioniert? Ne, auch nicht. Ein bisschen wieder rausfahren, ne? Aber noch ein paar Paletten. Oh, fahr sie gerade so durch. Glück gehabt. Der ist eh nicht drin. So. Huh, so viel Bier. Ups, kaputt geht hier. So, voll. Ob das gut geht. So, Leute, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss und ciao. Ja, nächste Woche wird verkauft. Ich wollte morgen. Tschüss. Und noch einen schönen Rest Sonntag.